Ja, ich bin hier auf der CPAC-Konferenz in Budapest in Ungarn. Und mal ganz ehrlich, ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie so viele Visitenkarten pro Stunde gesammelt wie hier. Ich bin heute den ganzen Tag eben da gewesen. Gestern war ja noch Plenum, da war die Konferenz auch schon. Und ich habe wirklich hochrangige Politiker aus ganz Europa getroffen und nochmal ganz deutlich auch den Wunsch verstärken können. Und wir werden diese Zusammenarbeit auch machen. Hier im Sinne eines Aufbaus eines Europas der souveränen Nationen zusammenzuarbeiten. Und diese Zusammenarbeit wird über Parteigrenzen hinweggehen. Sie wird auch über Ideologiegrenzen hinweggehen. Und diese Konferenz war dazu eine hervorragende Netzwerkmöglichkeit mit interessanten Reden. Da hinten sieht man, glaube ich, was das Chaos Reden. Jolo Badella ist der nächste. Es gab Viktor Orban. Es gab Tom van Grieken. Es gab viele andere Redner, die hier hervorragende Beiträge auf der Bühne geleistet haben, die uns auch wieder zeigen, es gibt so viele Gemeinsamkeiten, die wir eigentlich mit den anderen haben. Und wie gesagt, hier draußen die Netzwerkmöglichkeiten unendlich und sehr, sehr, sehr gut. Ich grüße alle Kollegen, die ich heute kennengelernt habe. Ich grüße alle lieben Menschen zu Hause, die mir zusehen. Und ja, wie gesagt, ich kann eine hervorragende Erfolgsmeldung hier aus Budapest geben. Ich glaube, dass wir dieses Projekt des Europas der souveränen Nationen schaffen. Denn der Wille da ist da, der Spirit ist da. Und er geht aus Budapest, aus diesem Dreh- und Angelpunkt tatsächlich der konservativen Politik und des konservativen Denkens in Europa. Viele Grüße aus Budapest.